Hallo, ich bin Ellie Jenüx und das ist der 27. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part sind unsere Vierlinge ja zu Kleinkindern geworden und außerdem haben wir uns ein bisschen um Ianas Ziele gekümmert. Das heißt, wir kommen dem Ende der Challenge immer und immer näher. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich schon auf unsere Disney-Challenge freue und ich hoffe natürlich, ihr freut euch auch schon darauf. Damit wir diese Challenge so schnell wie möglich abschließen können, werden wir uns auch in diesem Video wieder um Ianas Ziele kümmern. Also vor allem um ihre Werwolffähigkeiten und außerdem um ihren Uni-Abschluss. Und dann starten wir am besten gleich in den Part hinein. Und so starten wir in den Part hinein. Iana trägt gerade ihre Tochter Alaska irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, was sie machen. Ah, sie möchte sie zum Tanzen absetzen. Alles klar, unsere kleine Alaska möchte tanzen. Das ist wirklich unglaublich süß. Ich liebe es, wenn Kleinkinder tanzen. Auf jeden Fall, heute ist Freitag. Das heißt, ich habe ein oder auch zwei Tage weitergespielt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann wir im letzten Part aufgehört haben. Aber auf jeden Fall ist heute Freitag. Das bedeutet, Iana hat jetzt am Nachmittag Uni und sie hat da auch die Abschlussprüfungen, denn es ist auch der letzte Tag des Semesters. Und ich habe keine Ahnung, ob sie dieses Semester erfolgreich abschließen wird. Ich hoffe natürlich, aber das weiß ich ja nie so genau. Aber bevor die Uni startet, werden wir mit ihr noch nach Moonwood Mill reisen, denn Iana hat gestern etwas freigeschalten, und zwar die meisterliche Transformation. Verwandle dich willentlich in eine Bestie. Während der Rage die Kontrolle zu behalten und sich von anderen fernzuhalten, gewährt Iana einen kurzen Moment der Klarheit. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen ihr, die Kunst der Verwandlung zu beherrschen, sodass sie jederzeit die Beastform annehmen, aber gleichzeitig den Anschein eines normalen Sims wahren kann. Aber selbst mit dieser neuen Fertigkeit ist Iana noch empfänglich für die aufsteigende Wut, die in ihr brodelt. Und wenn ihr euch noch an den letzten Part erinnert, da haben wir ja festgestellt, wenn wir Alpha des Ranges werden wollen, müssen wir uns mit Christopher Volkov prügeln und gewinnen. Nur so können wir Alpha werden und dafür haben wir ja die meisterliche Transformation benötigt. Das heißt, ich hätte gesagt, wir reisen jetzt gleich mal nach Moonwood Mill und werden schauen, ob wir ihn besiegen können und somit zum neuen Alpha des Rudels werden können. Ich bezweifle es zwar, aber wir können es ja zumindest mal ausprobieren, oder? Er wird uns schon nicht gleich töten. Oh Gott, ich hoffe, er kann uns nicht töten. Ich habe keine Ahnung. Stellt euch vor, er kann Iana einfach töten. Oh, wir hätten ihn mitnehmen können. Ja, egal. Wir rufen ihn einfach an, wenn wir dort sind. Ich wette, er freut sich, dass wir ihn anrufen und zum Kampf herausfordern. Oh wow, das wird wieder ein sehr aufregender Part werden. Und hier sind wir. Wieso ist es denn hier eigentlich noch immer so dunkel? Es ist doch schon 7. Egal. Christopher, wo bist du? Ach, Lou. Oh Gott, die beiden hassen sich einfach. Er ist tatsächlich hier. Wie sollte es anders sein? Er ist im Rudelplatz. Und Iana, du wirst jetzt einfach gleich mal zu ihm hingehen und ihm einen Witz über Aliens erzählen. Ich habe keine Ahnung warum, aber die beiden sind ja Werwölfe. Deswegen denke ich mal, sie machen sich gerne über alle anderen übernatürlichen Wesen lustig. Und jetzt erzählt Iana ihm den besagten Witz. Ich habe keine Ahnung, was sie erzählt hat, aber er fand es lustig und sie hat jetzt Level 4 der Comedy-Fähigkeit erreicht. Alles klar, das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Und dann werden wir das jetzt ausprobieren unter Werwolf-Rudel. Werden wir ihn zuerst fragen, hey Christopher, wie ist es eigentlich, Alpha eines Rudels zu sein? Was bedeutet diese Verantwortung überhaupt? Und jetzt mischt sich einfach Wolfgang Wilder ins Gespräch ein und stellt sich einfach vor uns hin. Was geht mit dir? Ich möchte nicht mehr, dass du da bist. Wolfgang, du gehst jetzt nach Hause. Gut, und danach werden wir einmal Sorgen bezüglich Greg schildern. Stimmt, wir haben Greg in diesem Let's Play tatsächlich nur einmal gesehen. Finde ich ziemlich schade. Lebt Greg noch? Kann Greg überhaupt sterben? Das sind alles Fragen, auf die ich keine Antworten weiß. Greg? Ich finde Greg nicht mehr hier. Greg, er lebt auf jeden Fall noch. Und er ist gemein. Mehr wissen wir nicht über ihn. Das Rätsel mit Greg hätte ich auch sehr gern gelöst, aber wir hatten einfach keine Zeit dafür. Irgendwie ging das alles so schnell. Und jetzt wird Iana sich trauen, ihn zu einem ehrenhaften Kampf herauszufordern. Ich habe keine Ahnung, wie das wird. Ich glaube, bis jetzt hat Iana tatsächlich jeden Kampf verloren.
Aber wer weiß, vielleicht ist es diesmal anders. Und warum tut er eigentlich immer so, als würde er noch ein Buch in der Hand halten? Hä? Wieso ist sie jetzt kokett? Jana, warum kämpfst du nicht mit Christopher? Was ist euer Problem, Sims? Könnt ihr bitte einfach kämpfen? Werwolfrudel? Führung im Alpha-Rang herausfordern? Ehrenhafter Kampf. Bitte kämpft doch gegeneinander. Funktioniert es jetzt? Ich bin schon gespannt. Hä? Irgendwie geht das nicht. Ich setze die beiden mal zurück. Könnt ihr jetzt bitte gegeneinander kämpfen? Ich möchte doch nur, dass ihr euch prügelt. Was ist daran so schwer? Nochmal. Ehrenhafter Kampf. Endlich. Perfekt. Die beiden verwandeln sich. Oh Gott, das ist so spannend. Diese Musik. Oh Gott. Iana, ich habe so Angst um dich. Bitte pass auf dich auf. Bis jetzt sieht es nach unentschieden aus. Es sieht so aus, als würde Iana gewinnen. Wow, Iana ist voll gut. Oh mein Gott, Iana dominiert einfach. Okay. Sie hat leider verloren. Aber es sah, finde ich, wirklich, wirklich gut für sie aus. Aber es hat leider nicht gereicht. Hassen die beiden sich jetzt? Nein. Wobei, Christopher ist jetzt zornig auf Iana. In letzter Zeit geht bereits der Anblick von Iana Christopher auf die Nerven. Wie kann Iana es nur wagen, einfach aufzutauchen? Oh no. Das sieht nicht gut aus. Dann haben wir hier vermöbelt und außerdem wurde sie windelweich geprügelt und hat sich jetzt auch ein bisschen verletzt. Das ist nicht gut. Das ging nach hinten los. Aber ich möchte noch nicht so schnell aufgeben. Können wir probieren? Nein, können wir nicht. Ich wollte gerade schauen, ob wir es nochmal probieren können, aber können wir leider nicht. Können wir vielleicht gegen andere kämpfen, einfach um ein bisschen zu üben? Nein, anscheinend auch nicht. Ist das gegeneinander kämpfen? Ich weiß nicht. Ich probiere es mal aus. Das ist dieses Wort, das ich nicht aussprechen kann. Vielleicht ist das ja gegeneinander kämpfen? Ja, das sieht gut aus. Oh mein Gott, sie ist ja voll verletzt. Das habe ich gar nicht gesehen. Man sieht es auch an ihrem Körper, dass sie verletzt ist. Und ich habe sie einfach nochmal in den Kampf geschickt. Oh Gott. Arme Iana. Aber vielleicht gewinnt sie ja diesmal. Ich meine, es sieht gleich aus wie letztens irgendwie. Ich kann das voll schwer einschätzen. Wer hat gewonnen? Okay, hier gibt es anscheinend keinen Gewinner. Ich verstehe es nicht ganz. Ja, nein. Aber wusstet ihr, dass man das am Körper sieht, wenn sie verletzt ist? Ich habe das irgendwie noch nie gesehen. Voll seltsam. Aber gut, Alpha werden wir heute anscheinend nicht. Das geht sich leider nicht aus. Aber ist eigentlich nicht so schlimm. Wenn wir schon mal hier sind, werden wir einfach auch noch ein bisschen an unseren Werwolf-Fähigkeiten arbeiten. Das kann ja immerhin nicht schaden. Vielleicht wird sie dann ja auch stärker, wenn sie generell an ihren Fähigkeiten arbeitet. Ich habe keine Ahnung. Wenn wer von euch Bescheid weiß, wie das funktioniert, schreibt mal das bitte in die Kommentare. Ihr merkt sicher schon, ich habe nicht so viel Ahnung, wie das funktioniert. Und ja, sie wird jetzt einfach mal ein paar Werwolf-Fähigkeiten einsetzen. Was können wir noch? Wir können trübsinniges Heulen. Und dann können wir den Geruchssinn verbessern. Und dann werden wir hier noch einmal wühlen. Und die Abschlussprüfung ist in einer Stunde. Das sollten wir aber schaffen. Also Iana hat gestern wirklich sehr, sehr viel gelernt. Sie hat auch alle Hausaufgaben gemacht. Die Präsentation haben wir ja leider verloren. Aber ansonsten sollte zumindest alles gut gehen. Hoffe ich zumindest. Das weiß man ja nie so genau. Und wir sind wieder zu Hause. Iana ist tatsächlich bei der Uni. Und die kleine Aleska ist genau dort, wo wir sie zurückgelassen haben. Sie tanzt im Zimmer ihrer großen Schwester. Das ist einfach unfassbar niedlich. Aber jetzt möchte sie was anderes tun. Sie holt sich etwas zu essen. Sie möchte die Makaroni und Käse natürlich herunterschlingen, weil sie ist ein Werwolf. Wie könnte es anders sein? Ich hätte gesagt, wir beobachten die Kleine einmal, denn ich brauche euren Rat. Also, wie ihr wisst, in der nächsten Generation spielen wir ja eine Disney-Challenge. Und in dieser spielen wir eben mit Aleska. Hier haben wir unsere kleine Aleska. Das wird ja unser Schneewittchen. Und mit der bösen Königin, unsere Regina. Das ist unsere Regina. Ich weiß, dieses Gesicht sieht doch einfach unfassbar böse aus, oder? Naja, ich weiß, sie ist eigentlich nur süß. Aber irgendwie wird sie schon böse werden. Ich weiß noch nicht wie, aber das werden wir schon schaffen. Momentan ist sie einfach süß und stinkt auch ein bisschen. Ja, Kleinkinder stinken eben gern.
Auf jeden Fall, auf was ich eigentlich hinaus wollte. Ich werde mit Alaska und Regina in einem neuen Save-File starten. In einem nagelneuen Spielstand, einfach weil ich die Welt von Grund auf neu gestalten will. Unter anderem werde ich da ja auch Gebäude von euch platzieren. Dafür habe ich ja auch eine Shell-Challenge gestartet. Falls du das noch nicht mitbekommen hast, ich blende dir das Video jetzt hier rechts oben ein. Das bedeutet aber auch, dass wir mit Regina und Alaska aus diesem Spielstand weg müssen und ihre Familien bleiben natürlich da. Das heißt, wir werden diese ganzen Menschen leider nie mehr wiedersehen. Und schon wieder werde ich abgelenkt. Eine ausgeglichene Mahlzeit. Warum möchte unser Kind Dreck essen? Dreck zu essen ist wirklich ungesund, Julian. Wo ich jetzt euren Rat brauche, ist: Aus welchem Grund könnte es sein, dass Alaska und Regina ihrer ganzen Familie den Rücken kehren müssen? Was könnte vorgefallen sein? Falls du da irgendwelche Ideen hast, schreib sie mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Eine meiner Ideen wäre, dass sich der Rudelkampf zwischen der Moonwood-Kommune und zwischen den Wildfangs noch mehr verschärft und auch gewalttätiger wird und eben gefährlich für alle. Und aus dem Grund fliehen Alaska und Regina? Das wäre, finde ich, eine sehr, sehr coole Storyline. Zumindest wäre es sehr plausibel, dass sie dann eben abhauen wollen. Aber wie gesagt, schreibt mir eure Ideen sehr, sehr gerne in die Kommentare. Falls euch was Besseres einfällt, können wir natürlich auch sehr gerne was anderes spielen. Aber gut, jetzt geht es weiter. Iana ist mittlerweile schon wieder auf der Uni. Oh, sie ist in ihre Wolfform gegangen. Na, das ist belastend. Aber ist nicht so schlimm. Ihre Studienkollegen und Kolleginnen werden das sicher überleben. Sie ist sicher nicht der erste Werwolf, den sie jemals gesehen haben. Oh, und das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ich habe das Zimmer der Kleinkinder ein wenig umgestaltet, also damit sie was zum Schlafen haben. Dann haben sie noch hier ein Bücherregal, einen kleinen Schreibtisch und ein paar Spielsachen. Und sie haben es auch schon verschönert. Wie toll ist denn das? Außerdem habe ich das Zimmer von unserem Julian ein wenig verändert. Ich habe ihm ein paar Poster aufgehängt. Dann hat er jetzt auch einen Schreibtisch und einen Computer. Hier eine Stereoanlage und ein Bücherregal. Und auch bei Raya habe ich ein paar Kleinigkeiten verändert. Also sie hat jetzt hier diese Musikanlage und eine Gitarre bekommen. Auch wenn ich nicht weiß, ob sie jemals Gitarre spielen wird. Und dann auch hier noch ein paar Poster. Einfach, damit es eher nach einem Zimmer für eine Teenagerin aussieht. Und jetzt haben wir gerade die Benachrichtigung bekommen, dass der Sporttag des Cheerleading-Teams stattfindet. Ich glaube zwar nicht, dass Raya sich unbedingt für Cheerleading interessiert, aber ich wollte, dass sie noch ein wenig Zeit mit ihrem Schwarm verbringt. Enrico, oder ist er anscheinend schon dort? Wie ihr seht, ich habe ihn ein bisschen umgestylt. Aber reisen wir einfach dorthin. Wenn er nicht dort ist, müssen wir ihn eben anrufen. Denn ich möchte, dass die beiden sich ein wenig näher kommen. Und während des Umstylings ist mir aufgefallen, er ist wirklich ein unglaublich schöner Sim. Und er ist ein Werwolf, das haben wir ja im letzten Video schon festgestellt. Das heißt, ich glaube, zwischen den beiden könnte durchaus mehr als Freundschaft entstehen. Aber schreibt mir da eure Meinung natürlich wie immer sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und hier sind wir. Es regnet. Ach, wie schön ist ein Sporttag, wenn es regnet. Was wünscht sich Raya hier? Sie möchte der Feind von Lou werden. Wie sollte es anders sein? Das wünscht sie sich ja immer wieder. Und dann wünscht sie sich, Schwarm um ein Date bitten. Oh mein Gott, wie süß. Ja, sehr, sehr gerne. Das können wir sehr, sehr gerne einrichten. Ist Enrico denn da? Nein. Dann laden wir ihn einfach gleich mal ein. Also die beiden verstehen sich jetzt noch nicht so unheimlich gut. Sie sind aber schon befreundet und sie schwärmt eben für ihn. Ach, das ist so süß. Und schaut ihn euch an. Er sieht doch unfassbar gut aus, oder? Also die beiden werden wirklich schöne Babys bekommen. Ja, ich weiß, ich denke schon wieder 3 Schritte zu viel. Aber egal, die werden schöne Babys bekommen. Und jetzt möchte Raya einen Solo-Auftritt geben. Also gerade habe ich ja gemeint, Cheerleading ist, glaube ich, nichts für sie. Aber dieses Girl überrascht mich immer wieder. Oh, wow. Wir haben die Endnoten bekommen. Das Semester ist um. Der Notendurchschnitt ist 1+. Wir haben auf imperiale Ambitionen eine 1+, auf große und kleine Konflikte eine 1+ und auf Leben im Mittelalter eine 1. Iana, wie cool bist du überhaupt? Und das, obwohl wir die Präsentation nie gehalten haben, weil ich die ja irgendwie verloren habe. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Aber voll cool. Dann sind wir jetzt wirklich bald fertig. Das heißt, wir haben jetzt noch 2 Kurse übrig. Aufspüren von Zusammenhängen in historischen Daten und wechselnde Demografien. Also nächsten Freitag haben wir dann einfach das Geschichtsstudium schon abgeschlossen.
Das ist einfach so cool. Natürlich wohnen wir zu Hause und ja, uns ganz egal, wie viel es kostet. Das ist einfach perfekt. Und Raya, okay. Raya, ich möchte dich jetzt tanzen sehen. Also bitte tanze. Ob sie das wohl gut kann? Raya, wir warten. Oh, wie süß ist sie. Ja, das machst du sehr, sehr gut, Raya. Oh mein Gott. Enrico ist einfach aufgetaucht und tanzt mit. Das ist das Süßeste, was ich jemals gesehen habe. Und der Geburtstag von Regina naht schon wieder, denn genau, die Kleinen haben morgen tatsächlich schon wieder Geburtstag. Das wird sich in diesem Part aber nicht mehr ausgehen, aber im nächsten Part werden sie dann einfach schon zu Kindern. Euch ist sicher schon aufgefallen, ich beeile mich jetzt bei dieser Challenge ein bisschen, weil im letzten Part sind sie ja erst zu kleinen Kindern geworden und im nächsten werden sie jetzt schon wieder zu Kindern. Aber ich freue mich eben schon so auf die Disney-Challenge. Ja, gut, Raya, jetzt habt ihr aber genug getanzt. Jetzt könnt ihr euch auch ein wenig unterhalten. Sie wird ihn einfach mal fragen, wie es ist, ein Werwolf zu sein, auch wenn sie es weiß. Aber wie gesagt, sie sind eben auf der gleichen Wellenlänge und deshalb müssen sie sich da ein bisschen austauschen. Sie umarmen sich. Oh Gott, ich bin verliebt in die beiden. Ich sag's euch. Dann werden wir mit ihm über vergangene Partys reden und werden ihm mal einen Insiderwitz erzählen. Dann können die beiden mal über Träume reden. Oh, sie verstehen sich schon wirklich, wirklich gut. Und ich hätte so gern, dass die beiden zusammen zum Abschlussball gehen. Abschlussballschild zeigen erfordert ein Abschlussballschild. Stimmt. Wir können so ja nur freundschaftlich zum Abschlussball gehen. Und wenn wir das als Date machen, dann brauchen wir dieses Schild. Weißt du was, Raya? Dann wirst du jetzt schnell dieses Schild basteln. Einladung zum Abschlussball kreieren. Okay, er läuft weg, perfekt. Das heißt, er wird ihr nicht dabei zusehen. Und wenn dir kalt ist, darfst du dir natürlich was anziehen. Das ist doch vollkommen klar, Raya. Warum kommst du da nicht von selbst drauf? Und Raya gibt jetzt natürlich ihr Bestes. Sie hat Enrico wahrscheinlich abgelenkt und gesagt, Enrico, ich habe gehört, da gibt es voll was Spannendes zu sehen. Oder da drinnen gibt es kostenloses Essen und Werwölfe wollen ja immer essen. Deshalb ist er natürlich sofort in die Schule gerannt. Und in der Zwischenzeit kann sie hier draußen in aller Ruhe das Schild anfertigen und vergiftet sich dabei beinahe mit dem Spray. Alles klar. Raya, ich hoffe, du überlebst das. Was tut sie denn? Und das Schild ist fertig. Selbstgemachtes Schild. Einladung zum Abschlussball. Jetzt müssen wir nur noch Enrico finden. Enrico, wo bist du denn? Oh, der sitzt hier drin und recherchiert oder chattet oder so irgendwas. Ja, Raya, du kannst sehr gerne Popmusik mögen. Dann werden wir zu ihm gehen und werden ihm das Abschlussballschild zeigen. Ich hoffe wirklich sehr, dass sie ihn dann einladet. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber normalerweise schon. Und Raya ist da und zeigt ihm jetzt das Schild. Oh mein Gott, wie süß. Das ist doch zuckersüß und er freut sich voll. Ja, sicher, ich denke, ich gehe zum Abschlussball mit dir. Was soll heißen, ich denke? Und jetzt haben sie hier beeindruckt von Abschlussball-Einladung. Donnerwetter, die Einladung zum Abschlussball von Coraya June wird Enrico nicht so schnell vergessen. Und hier haben wir Abschlussball-Date. Oh Gott, ist das süß. Und da das jetzt offiziell ist, denke ich, sie wird sich jetzt zum ersten Mal auch trauen, ihn ein wenig anzuflirten. Also es ist jetzt natürlich noch sehr harmlos, aber sie wird halt zum ersten Mal so mehr in die Flirty-Richtung gehen und nicht nur freundschaftlich. Und er freut sich natürlich unglaublich. Oh, ich glaube, er empfindet das Gleiche. Dann wird sie ihm einmal ein Kompliment übers Aussehen machen. Aber dann werden sie wieder ganz schnell zurück auf die freundschaftliche Schiene und sie wird von Popmusik schwärmen. Ich glaube, ihr ist das alles auch ein bisschen unangenehm. What? Hat Coraya Yuna ihr schicksalhaft verbundenes Werwolf-Gegenstück gefunden? Der Mond bestimmt für jeden Werwolf eine wahre Liebe. Sie sind schicksalhaft verbunden. Diese Werwölfe sind durch das Schicksal lebenslang aneinander gebunden. Wie süß ist das? Sie sind einfach füreinander bestimmt. Also ich weiß, Iana und Lu waren das ja auch, aber mit den beiden hat es ja nicht geklappt. Aber mit Raya und Enrico soll es dann auf jeden Fall klappen. Also anscheinend wissen die beiden schon jetzt, dass sie füreinander bestimmt sind. Das heißt, ich glaube, wir können noch ein bisschen flirten. Denn
Ich glaube, die beiden verstehen sich einfach und wissen, dass der andere genau das Gleiche empfindet. Und deshalb wird sie ihn jetzt um ein Date bitten, denn das wünscht sie sich ja auch. Und dann können die beiden jetzt noch irgendwo hingehen und einfach etwas essen oder was trinken. Oh, jetzt haben sie sich nicht so gut verstanden. Aber das ist nicht so schlimm. Jeder streitet sich hin und wieder mal. Und jetzt hat Raya mit Enrico ihr erstes Date. Wo könnten wir denn hingehen? Ich glaube, wir gehen einfach hier in den Wackelpark und dann können sie gemeinsam hier zum Rummelplatz gehen. Vielleicht mit der Achterbahn fahren oder mit dieser Geisterbahn oder was auch immer dort ist. Ich glaube, das wäre unheimlich süß. Und hier sind wir. Oh, es ist schon voll spät. Zum Glück hat Raya keine Ausgangssperre. Wie kommen wir denn jetzt nochmal dorthin? Ach, das ist eh gleich in der Nähe. Perfekt. Sie sollen miteinander sitzen und sich miteinander unterhalten. Dann setzen wir uns einfach hier mit ihm hin. Und die beiden können sich noch ein bisschen unterhalten. Und jetzt sitzen die beiden hier und lernen sich ein wenig näher kennen. Es ist jetzt alles noch ein bisschen auf einer freundschaftlichen Basis. Und sie versuchen sich einfach so besser kennenzulernen, tauschen sich über Vorlieben und Interessen aus und über Hobbys. Und sie scheinen sich wirklich sehr, sehr gut zu verstehen. Dann sollen wir ihm einen Witz erzählen. Dann wird Jana einfach mal einen schmutzigen Witz erzählen. Ich glaube, das passt ganz gut zu zwei Teenagern. Dann wird sie noch einen Insider-Witz erzählen. Und langsam traut sie sich dann wieder, ihn ein wenig anzuflirten. Wir können einfach schon den ersten Kuss erleben. Wow, das geht bei denen wirklich, wirklich schnell. Und jetzt haben sie noch eine positive Stimmung miteinander erhalten? Es ist Schicksal. Glaubst du an schicksalhafte Liebe zwischen Werwölfen? Denn ich glaube ab jetzt fest daran. Also, Raya ist sich schon zu 100% sicher, dass er ihr Gegenstück ist. Oh mein Gott, ist das süß. Ich meine natürlich, es geht absolut schnell, aber es ist doch einfach unheimlich niedlich. Dann werden sie mal die Nummern austauschen. Ist ja nicht so, als hätten sie ihre Nummern schon längst. Dann wird sie ihm einen verrückten Plan vorschlagen, einfach weil es Raya ist und das ist eben ganz ihre Art. Dann müssen wir noch zweimal ein tiefgründiges Gespräch mit ihm führen. Wo finde ich das denn? Irgendwie finde ich das nie. Tiefgründige Unterhaltung. Vermutlich erzählt sie ihm jetzt einfach, dass es zu Hause nicht unbedingt einfach ist, weil sie jetzt auch 4 kleine Geschwister hat und dass ihre Mutter schon mit ihr so überfordert war. Warum fühlt er sich denn benommen? Hä? Können wir ihn mal fragen, wie es ihm geht? Enrico, geht's dir gut? Sie wird ihn einfach mal bewundern. Okay, never mind. Jetzt fühlt er sich wieder glücklich. Dann sollen wir noch eine tiefgründige Unterhaltung mit ihm führen. Und wir müssen mit ihm flirten, wenn beide kokett sind. Naja, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber sie können ja nochmal einfach so flirten. Und dann wird sie noch einen Anmachspruch loslassen. Vielleicht sagt sie einfach sowas wie, hey, Enrico, ich muss ganz ehrlich sein, ich fühle mich bei dir so unglaublich wohl. Ich habe mich noch nie bei einem anderen Menschen so wohl gefühlt. Ich weiß auch nicht, was es ist. Es fühlt sich fast so an, als wäre es Schicksal. Und dann gesteht sie ihm, dass sie in ihn verknallt ist. Küssen werden sie sich jetzt noch nicht. Ich glaube, das behalten wir uns für den nächsten Part auf, wenn die beiden zusammen zum Abschlussball gehen. Ich bin schon sehr gespannt, was er darauf sagt. Er freut sich unglaublich. Ich finde das so süß. Ja, aber an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!